Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infection Free Zone. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Kollegen in die Tiefen des Unbekannten geschickt. Wenn wir auf die Karte gucken, sehen wir, dass sie dieses Eck hier unten erforschen. Ich bin gespannt, ob man das dann sozusagen freischaltet oder ob das verdeckt bleibt, weil aktuell, wenn wir reinzoomen wollen, sehen wir hier nur eine weiße Wand und wir können zu unseren Kollegen gar nicht gucken. Die sind, bedeutet, auf sich ganz alleine gestellt. Es ist hier relativ viel los. Wir haben jetzt in der letzten Folge 3 neue Mitglieder bekommen, die uns beigetreten sind. Und Stück für Stück kommt langsam hier was zusammen. Klar, wir sind noch nicht hier wirklich weit. Oder es ist wirklich auch noch nicht so wirklich viel passiert. Aber ich denke, Stück für Stück wird unser kleines Zentrum hier wachsen und vorankommen. Ich bin jetzt mal gespannt, was unsere Kollegen drüben sagen. Deswegen, wir werden die Zeit mal ein bisschen schneller voranlaufen lassen, denn aktuell können wir nicht wirklich viel machen. Wir wollen jetzt nur hier mal das Ganze sichern. Building work done. Building complete. Jetzt machen wir hier mal das Tor und alles fertig. Wird alles halt seine Zeit dauern. Jetzt wird es wieder Nacht. Eine Nachricht, okay. Operator, there are signs of a shootout here. We found like 50 infected bodies. They must have been killed by some high caliber precision headshots. Whoever it was, they were seriously professional. Das Militär vielleicht? Understood. Watch yourself. Vielleicht ist das Militär unterwegs. Schauen wir, ob wir heute Nacht wieder ein paar oder ein Rescue Man bekommen. Wäre natürlich sehr fein. Das wäre ein geiles Lager. Mit 700. Wir haben hier gerade 200, obwohl das immer noch mehr ist wie hier, lustigerweise. Und vielleicht verändert sich das auch von der Größe. Kann ich das nachschauen, wenn ich hier sage Lager? 1090? 5000. Ja, das ist zum Beispiel auch ein gutes Lager mit 1200. Aber du natürlich auch. Jetzt lassen wir sie mal Stück für Stück hier weiterbauen. Weil es tut natürlich unsere Lage auch ein bisschen wieder befreien von dem, was wir aktuell haben. Ich hätte gern bloß wieder unser Squad. Waiting orders. Seid ihr jetzt hier unten fertig? All squads, return to base. Na, du siehst es einfach nicht da draußen. Das sind Möhren hier. Das Tor ist nicht oder hat keine Waffen für die Besetzung. Operator. On my way. Schauen wir mal, können die das Tor besetzen? Let's do it. Wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Ihr solltet erstmal die Sachen hier abliefern. Ihr seid um 1 Uhr nachts nach Hause gekommen. Respekt an euch. Ich denke, das ist, wenn wir das Gebäude untersuchen. Beziehungsweise als nächstes sollten wir echt den kranken Mann retten. Das wird eine spannende Herausforderung. Ich würde sagen, wir gehen hier quer durch. Hier entlang und dann sollten wir ihn gut erwischen können. Na, wir können da drin nicht stehen, okay. Dann geht's halt in die Base, bitte. Es ist nicht so einfach. Davon brauchen wir Waffen, aber wenn er zwei Schusswaffen hat, hilft es uns. We're running out of resources.
Außerhalb Pistole. Ja. Jetzt, also Plan. Wir laufen hier lang. Und dann... Let's do it. Nicht ganz der Plan, den ich hatte. Schauen wir, wie gut er funktioniert. Puerto de la Cruz, Gewitter. Port spotted. Hat sich eine Horde bei den Wissenssachen eingenistet. Das ist natürlich sehr ungut. Holy shit, schau dir dieses Gebäude an. Das als Lager, holy shit, allein diese Ecke. Nur. Wie viele Leute könnten in diesem Schutzraum wohnen? 400. Hier 600. Das Ding ist ja auch riesig. Okay, ich habe nicht erwartet, dass die tagsüber rauskommen. Ich bräuchte mal ein Auto. Hier rein theoretisch rumliegt. Aber okay, uns interessiert rein theoretisch auch mehr Steine. Wer ist so weit unten? Oh, dass es hier mal hohe Gebäude gibt, ist erstaunlich. So große Gebäude habe ich selten gesehen in dem Spiel. 600, 400. Ich glaube, dass 600 so ein bisschen Limit ist. Wie weit sind wir? Perfekt. Langsam aber sicher. Das ist ja auch cool. Hier in der Mitte ein paar Felder. Einsteiger. Fortgeschritten, auch fortgeschritten, jetzt super. Sir, we reached the survivor. It was too late for him. Ah, just as we entered the room. Er war doch ein Zombie. That's too bad. Thanks for the report. Clear. Stopp. Ich will hier drin tauschen, bitte. Nimm die Waffe mit. Das Werkzeug und den Treibstoff. Die Pistole hilft uns da ein bisschen mehr, denke ich, wie der Rest. We're running out of stock. Ja, ich habe eine mit. Machen wir Munition auch ein bisschen Sorgen. They're breaking into our building. What?
wusste schon, warum ich eine Backsteinwand haben wollte. No! Oh mein Gott, das habe ich vollkommen übersehen. Holy shit. Nach der Zombies jetzt oder was? Schau dir an, wie viele Zombies auf einmal da sind. Wir haben gerade das komplette Squad mit Maschinengewehren und allem verloren. Oh mein Gott. Ich brauche morgen... Das ganze Zeug muss ich wieder einsammeln. Okay. Zwei hier raus. Zwei hier raus. Oh, neues Squad. Ready for action. Let's do it. Sammelt das bitte. Let's do it. Vier halb tote Leute. Ich habe so viele Leute schon verloren. Es ist so schlimm. Wo jetzt schon wieder? Waiting orders. Let's do it. Chief, we've just encountered some wounded people. They claim to have been attacked by some armed men and escaped afterwards. Send them in. Haben wir den Rest verloren? Ich habe gar nichts. Ich habe ein Maschinengewehr und eine Pistole. Ich habe keine freien Mitarbeiter, nichts. Klar, es ist immerhin etwas, aber... Oh Gott, der ist verrückt. Hey, take it easy. Take it easy? Do you people understand nothing? You're sick. This is the end time. Don't you see? We are out of resources. You're wrong. There's still hope. Auf einmal die... Ich muss die Musik mal runterdrehen. Holy shit. Also langsam habe ich das Gefühl, die ballert volle Wäsche. We can't give up. We're all gonna die. We're all gonna die. We're all gonna die. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Oh, schön, noch mehr Leute. Send them in. Schaut nach einem Vierertrupp aus. Super. Acht Leute. Finde ich super. Das macht unser Receiving. Doch wieder ein bisschen stärker. Das hätte ich schwer zu sagen, ich habe jetzt noch ein Maschinengewehr und eine blöde Pistole. Ich habe nichts. Nichts, was ich irgendwie einsetzen könnte. Ich wüsste auch aktuell nicht, wo ich noch Waffen finde. Ob ich wieder einfach durch die Gebäude streifen soll.
Ich hoffe jetzt mal, dass da was drin ist. Das schaut eher nach einem findbaren Ressource-Restaurant. Ich habe bis jetzt keins mit Waffenladen-Infos gefunden oder so. Hostile Group incoming. Ja, die sitzen da hinten. Die bleiben auch da hinten. Denen müsste man vielleicht mal irgendwann einen Schlag geben oder so. Die sind da relativ gechillt in ihrer Ecke. Ah, super, wir bauen jetzt das Ganze mit Stein auf. Raider spotted. Feind gesichtet. To all survivors, this is an infection-free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Ready for hostile group incoming. Ist immer noch dieselbe Gruppe, Leute. Chillt ein bisschen. Building work done. Construction ready. Work done. Super, bedeutet diese. No more to find. Ist der drin? Noch dreimal Nahrung. Okay. On my way. Ist natürlich super, dass wir wieder Nahrung finden, aber es bringt sich halt nichts gegen die Infizierten. Da hinten ist eine Mauer, die wir reparieren müssen, wie es ausschaut. Aber die braucht dringend Reparatur. Jetzt brechen die uns noch da durch. Jetzt haben wir ja genug Mitarbeiter. Das macht das Ganze ja ganz angenehm. Die Frage ist, wo looten wir am besten? Ich würde hier oben die Gebäude looten anfangen. Und schauen, was wir da rauskriegen. Es ist... Wir haben den Vorteil, wir sind relativ offen, bedeutet, wir sehen viel. Und sind nicht durch Gebäude blockiert oder sowas. Aber der Nachteil wiederum ist, wir sind halt sehr weit offen für, bei allem. Da bringt sich so ein großes Team nichts, wenn da keine Waffe drin ist. Ready for action. Let's untersuchen, do it. Untersuchen bitte. Schaut, ob ihr da irgendwelche Waffen findet. Wir brauchen Pistolen noch für die Tore. Wir brauchen Waffen für euch selber. Ich weiß, dass wir nicht genug Waffen haben. Das ist mir leider bewusst. What the fuck? Is somebody there? Who's there? Do you need help? Kann es sein, dass die langsam verstehen, wie unsere Technik funktioniert? Das wäre beängstigend. Zwei Nahrung. Munition. Zweimal Munition. Dreimal Munition. Viermal Munition. Viermal Nahrung. Da ist einiges drin, wie es ausschaut. Einen Rundgang können wir noch machen. Wir haben wieder Nahrung mehr, das ist super. Also dass wir so Stück für Stück ein bisschen mehr reinkriegen, ist gleich gar nicht so doof. Aber es ist halt alles sehr, sehr langsam. Wir müssen halt echt schauen, dass wir viel rankriegen an Zeug. Und vor allem die Holzwände austauschen, also vom Dis dazwischen würde ich gerne als nächstes... Ah, das sieht man jetzt nicht schlecht, ne? Aber die Holzstücke dazwischen, zwischen Tor und Ecke,
würde ich gerne gegen Backsteine austauschen. Ich weiß, dass wir keine Pistolen haben. Es ist leider echt ungut, aber I can't do anything about it. Gut, aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.